So, nachdem wir also die Installation erledigt haben und alles vorbereitet haben, wollen wir jetzt natürlich auch arbeiten. Und wie arbeitet man also mit dem Perforce Visual Client? Wir haben auf dem Server Depots liegen, die als Container für unsere Daten dienen. Wir können vom Client aus sehen, was in den Containern drin ist, sofern unsere Berechtigungsstufe uns das erlaubt. Also bei vielen Sachen ist das halt der Fall. Je nachdem, was halt erlaubt ist, kann ich sehen. Andere Sachen kann ich halt höchstens sehen, aber ich kann nicht reingucken. Der User, den ich hier benutze, der hat relativ weitreichende Rechte. Wir wollen jetzt uns mal das Testdepot angucken, um so ein paar Testdokumente für das einchecken und gucken, was passiert eigentlich, wenn ich das ändere. Dazu werde ich jetzt als erstes mal einen Workspace anlegen. Ein Workspace, es dient immer dazu, eine lokale Kopie dieses Depots vorzuhalten. Ein Workspace muss tatsächlich angelegt werden. Das heißt, wenn ich in den Folder, in den Tab Workspace gehe, dann habe ich hier erstmal nur Laufwerksangaben, weil keine Workspaces existieren. Ich muss also einen Workspace anlegen für mich. Und das passiert auf eine ganz besondere Art und Weise. Es gibt dafür Regeln. Wenn man sich nicht an die Regeln hält, wird es nicht funktionieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel Switch Workspace sagen. Was er eigentlich nur macht, ist auf dem Server nachzugucken, gibt es Workspaces, die irgendwie dem User LZ gehören. Das könnte ich natürlich manipulieren und dadurch Zugriff auf andere Workspaces bekommen. Das ist aber immer eine ganz schlechte Idee. Ein Workspace ist immer eine eindeutige Kopie für einen bestimmten Benutzer auf einem bestimmten Rechner. Das heißt also, jeder Benutzer, der auf demselben Rechner arbeitet, hat wiederum ein eigenes Workspace für seine Depots oder für sein Depot. Man kann nämlich auch mehrere Depots in einem Workspace ablegen. Das kann ich auch ganz gut sehen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel New Workspace mache, dann kommt ein Fenster und in dem Fenster kann ich jetzt angeben, was ich eigentlich auschecken möchte. Man kann ganz oben anfangen oder man sollte ganz oben anfangen. Der Workspace Name ist entscheidend. Das ist der Username, der Rechnername und ein Projektname. Das ist immer eine ganz schlechte Idee, die Nummer zu übernehmen, sondern es ist die bessere Idee, man benutzt den Namen des Depots. Und man kann dann auch sehen, er versucht in diesem Unterverzeichnis des Benutzers dieses Depot anzulegen. Das ist für mich keine gute Idee. Im Pool würde ich das auch nicht empfehlen, weil die Depots können ja sehr groß werden, zumindest die Unreal Depots. Man sollte dafür also entsprechend seine externe Platte zur Verfügung haben oder ein D-Drive. In den Laboren bzw. im Pool gibt es immer ein D-Drive. D und das sollte eigentlich auch entsprechend groß sein. Ich lege also hier oder sage ihm hier in dem Unterverzeichnis Perforce, lege für den Benutzer mit dem Rechnernamen einen Workspace an. Wenn ich das jetzt okayen würde, ich weiß nicht, ach so, zu bestätigen würde, dann würde er mir schlicht und ergreifend alle Depots in dieses Unterverzeichnis reinkopieren, was keine gute Idee wäre. Jetzt kann man hingehen und manuell mit Clear alle Depots ausschalten. Das ist natürlich sehr langwierig, weil wir haben ja mittlerweile relativ viele. Eine Alternative ist, die Ansicht zu ändern. Ich kann hier auf den View Workspace Mapping as Text zugreifen. Und ich habe jetzt hier mein Testdepot, das kann ich hier unten erkennen. Und jetzt kann ich einfach in einem Textfile oder wie in einem Textfile alles löschen, was ich nicht haben will. Und wenn ich dann wieder zurückgehe, dann ist nur noch der ausgewählt. Automatically get all revision kann man machen, muss man nicht machen. Das Wechseln sollte man auf jeden Fall machen.
Das war eigentlich jetzt hier schon alles. Das mit den Streams ist zwar eine ganz nette Sache, aber da wir selten mit Source Code arbeiten, sondern eher mit Binärdaten arbeiten, sollten wir bei der Standardvariante der Depots bleiben. Näheres dazu findet sich im Dokumentationsteil vom Wiki per Force und in diesen Tutorials ist eigentlich so ziemlich alles nochmal detailliert erklärt, detaillierter als ich das jetzt mache, weil ich nur den Nutzungsfall jetzt versuche darzustellen. So, der ist jetzt erstmal leer, den müssen wir uns jetzt erstmal holen. Grundsätzlich, das Verzeichnis existiert schon. Gucken wir, ob ich es finde. Per Force, das Verzeichnis existiert, es ist aber noch keine Daten drin. Die wollen wir da jetzt mal reinholen, indem wir halt get latest machen. Das entspricht ungefähr dem Git Pull oder Subversion Pull. Und dann kann man auch sehen, ratzfatz sind die Daten da. Was ich jetzt mal mache, ist auf einem anderen Rechner. Da habe ich den noch nicht. Mit einem anderen User das mal auszuchecken, damit man an dieser Stelle sehen kann, was passiert, wenn zum Beispiel Dateien benutzt werden. Testdepot, alles weg und alles weg. Und dann sollte das alles korrekt sein. Dperforce ist bei mir auch der Standard. Diesmal mache ich mal automatisch alle holen. Und jetzt lädt er. Ach, er hat den Workspace noch gar nicht gewechselt, weil Multiview ist nicht gut. Manchmal kommen solche Fehlermeldungen, das hängt am Depot. Okay, also ich habe jetzt alle Daten hier und jetzt möchte ich mal diese Textdatei ändern. Zum Ändern muss ich diese Textdatei auschecken. Ich habe die Datei jetzt ausgecheckt. Jetzt kann ich mein Fenster woanders hinschieben. Jetzt gehe ich wieder auf meinen Client, sag Refresh und hier kann ich jetzt sehen, dass diese Textdatei einen Haken hat. Checked out by TSKY. Das heißt also, ich kann hier sehen, dass ich diese Datei nicht bearbeiten kann, beziehungsweise ich kann es ja mal versuchen, mal gucken, ob es funktioniert. Es ist eine Textdatei und eine Textdatei hat immer den Vorteil, dass sie mergeable ist und das kann er natürlich auch, wenn ich die also ändere. An Calagon. So, geändert habe ich die und jetzt tue ich die mal. So. Change Text. Durch die zurückpacken. So, wenn ich jetzt hier einen Refresh mache, get latest, dann kriege ich hier die neueste Datei. Schon geändert. Textfiles, wohlgemerkt. Textfiles sind eine spezielle Sache. Die Leute von Epic erklären das in diesem Video exzellent, weil er da die grundlegenden Züge für den Umgang mit Unreal erklärt. Das heißt also, hier habe ich die Datei auch. Jetzt kann ich die natürlich auch submitten. Eigentlich ist das ein No Change. Mal gucken, was er macht. Theoretisch sollte das jetzt alles koscher sein. Auf dem anderen wird mir angezeigt, ich habe nur die Version 2. Es existiert aber schon eine Version 3. Änderungen innerhalb der Datei zeigt er mir jetzt hier nicht an. Ich kann hier verschiedene Views noch einblenden.
Pending heißt, was sich verändert hat und was noch hochgeladen werden kann. Files sind halt die Dateien und History heißt, wer hat die Datei eigentlich bearbeitet. Und hier kann ich halt sehen, meine und die Version 3 von LZ00, die unterscheiden sich und darum wird meine rot angezeigt. Das heißt also, hier kann ich entweder direkt auf den oder auf das Repo irgendwo gehen. Get latest. Und da es keinerlei Konflikte gibt, kann er die einfach migrieren und die Dateien werden automatisch aktualisiert. Problematisch für mich zu testen ist natürlich jetzt ein Unreal-Projekt, da ich auf diesem Rechner natürlich kein Unreal habe. Ich kann das aber gleich mal auf andere Art und Weise zeigen. Das war also erstmal der einfacher Checkout, das Update und das Submitten. Der Workflow ist also exakt wie eigentlich auch im Git. Ich klone mein Verzeichnis, indem ich einen Workspace anlege. Ich hole mir die Latest, das ist der Git Pull und der Submit ist dann der Git Push. Wenn ich neue Daten habe, funktioniert es ähnlich wie in Git. Ich habe eine neue Datei, also adde ich hier etwas. Das können wir gerade mal tun. Neue Datei. Ist eine Rich-Text-Format-Datei. Hier ist erstmal das Verzeichnis noch nicht aktualisiert. Er aktualisiert immer erst dann, wenn ich einen Refresh mache, um Performance zu sparen. So, die Datei ist nicht im Repository drin. Kann man dann an dem anderen auch ganz gut sehen. Ich mache hier einen Refresh. Hier ist nichts zu sehen. Und na, jetzt adde ich hier eine Change Description. Brauchen wir anscheinend nicht. Änderung. Die ist hinzugefügt, sie ist bisher nur hinzugefügt, sie ist noch nicht im Repository drin. Das heißt also, hier hat sich noch nichts geändert. Nichts Neues. Hier mache ich jetzt den Submit und jetzt kommt die Änderung. Add new file. Submit. Jetzt wieder zurück. Refresh. Da hat sich was getan. Aha, hier, Add New File, ist aber hier noch nicht zu sehen. Also muss ich ein Get Latest machen und dann habe ich auch die neueste Datei. Also man muss immer anstoßen, ich möchte jetzt eine Aktualisierung haben, ich möchte einen Refresh haben und ich muss ein Submit machen. Checkout heißt, ich möchte die Datei blocken, damit der andere sie nicht benutzen kann. Das kann ich jetzt hier zum Beispiel machen. Okay. Die Datei ist jetzt von mir ausgecheckt. Wenn ich jetzt hier einen Refresh mache, dann kriegt er hier den Haken. Get latest, ist egal. Es geht um den Refresh. Der tut auch automatisch aktualisieren. Das dauert immer nur ein paar Minuten. So, die Datei ist also hier registriert. Ich habe die hier blockiert. Da das wahrscheinlich ein File ist, mit dem man umgehen kann und der sie eventuell nicht als binär behandelt, da gucken wir jetzt mal. Da wird es eventuell dann, es ist ein Textfile. Okay, er erkennt das also als Textfile und kann damit dann auch ein entsprechendes Merging machen, also ein Zeilenweisen. Bei dem PNG hier dürfte das schon anders sich gestalten. Da sehen wir dann auch gleich, das ist rot. Gehen wir mal auf den zurück. Refresh. Hier kriege ich LZ hat die verändert. Kann ich die auschecken? Ja. Ist aber keine gute Idee, die auszuchecken. Weil jetzt beide sie haben. Jetzt ist die Frage, kann ich das Ding ändern? Eine Sekunde, ich muss es mal eben bearbeiten. Machen wir mal da, keine Ahnung, irgendwas. Speichern. Ich habe jetzt
habe keine große Änderung gemacht. So, die Datei ist jetzt verändert. Eigentlich kann ich alles submitten, die ich verändert habe. Submit. Die merkt er es immer noch von dem hier. So, also jetzt müsste ich eigentlich hier Konflikte kriegen. Den dürfte er ohne Probleme machen. Bei dem könnte er. Ah, ich habe hier nichts geändert und darum aktualisiert er sie automatisch. Der wichtige Punkt ist, ich sehe, dass die Datei verändert wurde oder ausgecheckt wurde von jemandem. Und dann sollte ich sie auch nicht anfassen. Blender, ach Quatsch, Blender, Unreal wird einem da auch entsprechend eine entsprechende Warnung geben. Das war es erstmal hierzu. Im nächsten Teil geht es dann Unreal und der Perforce Client.